Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen I Am Fish an. Wird wohl als Abenteuersimulation bezeichnet. Und ja, sah auf jeden Fall super niedlich aus. Die Grafik sah ganz cool aus. Wir haben es, glaube ich, aus dem Humble Bumble und kostet aktuell auf Steam nur 10€. Normal kostet 20 Euro und von daher, wenn es gut ist, kann man es aktuell sich mal gönnen. Ja, wir beginnen unser Abenteuer. Wie heißt die Maus? Normaler Modus, Eisenfischmodus. Muss man erst freischalten. Also erstmal normal. Menü ist super. Einstellungen gibt es viele. Und ja. Das ist schon mal positiv. Hat so ein bisschen den Charme von Findet Nemo. Niedlicher Fisch, der wahrscheinlich seine Abenteuer erlebt. Mal gespannt, ob das dann wieder umgesetzt ist, weil ein Jump'n'Run wird es wohl nicht sein als Fisch. Brauchen wir Wasser. Okay, Ladezeit ist schon mal lang. Kann damit zusammenhängen, dass ich vielleicht noch Downloads im Hintergrund anhab. Oh ja. Dann machen wir mal Pause. In dieselben Platte bespielen und ablesen. Ja, geht doch. Bisschen leise der Sound, aber habe ich nur 95% runter. Musik normal. Jetzt haben wir hier nochmal. Oder gehört es zur Musik? Glaube ich nicht, oder? Oh, sorry about that. Kenn die Stimme echt zur Musik? Guck mal, haben wir 70. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. Okay, das Brot hat sich auf jeden Fall bewegt. Fängt schon strange an. Also wenn in dem gebackenen Brot noch was lebt, Respekt. Okay, die gucken alle ein bisschen getröppelt. Irgendwie immer noch zu leise für mich. Dann machen wir mal noch mehr. Alles klar. Oh, und runter mit den Maustasten. Okay. Hat echt voll den Nemo-Style. Jetzt die Musik natürlich zu laut. Die anderen haben wohl keinen Hunger mehr. Gut, alle Brote gesammelt. Man büchsen wir hier aus. Kinder bestimmt ganz witzig, für mich ist es zu
albern. Als Film, okay, aber als Spiel, ja. Aber wir warten mal ab. Die Sonne, die große weite Welt, na los, wir brechen aus. Macht irgendwas. Oh. Ein Fisch ist weg. Wir müssen ihn retten. Nein, zwei Fische müssen wir retten. Alle drei müssen wir retten. Nicht skippen, doch kann man. Aber ich sehe gleich vorbei die Szene. Dann geht's weiter. Level 1. Ah, man muss blöde Sterne und blödes Brot sammeln. Ich hasse Spiele, wo man so Sachen sammeln muss. Na gut, man muss es nicht, aber ist halt Teil vom Gameplay. Brot gefunden. Na gut. Weiter geht's. Ui, das ist ein echtes Downgrade. Wir überspringen das mal. Es ist rund, es ist geschlossen. Ah, verstehe. Also es ist so ein Murmelspiel in groß. Noch ein Fisch. Oh, da können wir nichts machen. Aber die Steuerung ist schon mal 1A. Realistisch leicht verzögert, weil man halt hin und her schwimmen muss. So, brauchen wir hier oben mal was? Nee. Ah, da ist noch ein Fisch im Glas. Gucken wir mal, wo es hier was zu sammeln gibt. Aber wie will man Brot sammeln, wenn man im Glas gefangen ist? Da ist zumindest das große Becken. Ah, die will das wahrscheinlich sauber machen. Da ist ein Brot. Ob es reicht, wenn man drunter durchfährt, oder man wirklich. Ah, es reicht. Was mir gefällt, sind so, wenn man was Kleines spielt in die große Welt, dann wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das war auch mal sehr witzig. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Ist schon eine hohe Kante. Gucken wir uns mal draußen um in die Freiheit. Es nervt, wenn man dann immer suchen will, obwohl man es gar nicht will und ja, wo ist das Zeug, weil kann man irgendwas freischalten.
Das Abenteuer beginnt. Ja, die Kamera schwenkt jetzt hoch. Da drüben ist auf jeden Fall so eine Muschel. Also geht's da lang. Ja, cool. Da muss man ein bisschen mit Gefühl immer rangehen. Ui, jetzt geht's ab. Ich glaube, diese Muscheldinger sind Checkpoints. Sehe ich keins, dann können wir ja weiter. Also doch nicht nur für Kinder. Schon ein nettes Gameplay. Sehr niedlich gemacht. Kein Brot auf dem da, dann gehen wir aufs nächste. Ui. Aber wie eine Kante gewesen. So die Frage, links oder rechts? Da rechts ist, glaube ich, nix. Nee, sieht nach nix aus, dann zur Muschel. Ich hatte morgen dann bestimmt Muskelkater. Was passiert, wenn man einfach runterfällt? Weil hier sind ja keine Kanten, aber ich glaube nicht, dass es da weitergeht. Ich glaube, wir müssen hier rum, oder? Das ist auch wieder nichts. Doch, da geht's auch runter. Also eine Qual der Wahl, da ist auf jeden Fall der Kabel. Da ist auf jeden Fall nichts unten. Nee, müssen nur Checkpoints safen, man kann nicht manuell safen. So, dann hätten wir da wahrscheinlich das nächste Cover, da ist auch wieder Brot. Das ist am Anfang noch ziemlich leicht, da kommt man quasi so oder so dran vorbei. So ein bisschen langsamer. Da hinten ist ein schöner Hafen. Auf jeden Fall eine schicke Landschaft, schicke Map. Viele Zivilisten, die alle was machen, unterwegs sind. Da hat sich immer nicht Mühe gegeben. Da gibt es viel schrecklichere Spiele. Englische Sprecher. Also vielleicht Hauptsitz in England. So, da ist auf jeden Fall so ein Seil, aber da ist auch noch ein Dach. Oh, jetzt geht's lang. Da ist die Muschel. Kann man auf jeden Fall von beiden Seiten hin. Ah ne, da ist nur. Egal, wir probieren es von hier. Sieht okay aus. Mhm.
So, um die Ecken gucken, nichts Verstecktes, nee. Ob es in den Hinterhof geht oder auf der Straße weiter, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, auf der Straße. Da ist das Meer und dann sind wir schon frei. Das geht doch. Auto! Da drüben so ein Brot. Müssen wir wieder nochmal über die Straße. Links, oh, rechts, Kompass. Verdammt. Okay. Also, hier muss man achtsam sein. So, wir haben einen coolen Checkpoint. Denken wir erst an das Brot. Okay, man rollt hier so oder so automatisch rüber. Ach, verdammt. Das kann man jetzt mit Escape in dem Menü auf jeden Fall schon mal beschleunigen. Ach ja. Erste knifflige Stelle. Vorbei ist, dann riskieren wir es mal. Oh, da kommt ein neuer. Verdammt. Peinlich, aber was ist, soll's. Das Ding hier ist super träge. Muss dann genau schön abpassen. Also mehr ist vielleicht nicht das Ziel. So, links geht, rechts kommt noch einer, aber es ist eh zu spät. Autobahn oder was? Wir genießen noch ein paar Szenen aus dem Meer zeigen, falls wir überhaupt ins Meer müssen. Oder es geht einfach allzu weiter. Links und rechts kann man nicht gut einsehen. Das Brot ist sogar auf der Straße, nicht auf dem Gehweg, wie ich erst dachte. Ach man, muss nur in die Nähe von der Reifen kommen. Gut, dann scheiß auf das Brot. Wir versuchen jetzt ins Meer zu kommen. Vollrisk! Ist frei. Okay. Na, wir haben 2 von 5 Broten. Das sind 3 Sterne für uns.
Na toll. Von einer Scheiße in die nächste. Also nochmal ausbrechen. Hier könnten wir den Fluss, ist relativ nah. Auf dem Dachboden. Gucken wir mal, was Level 2 noch kann. Scheiß aufs Brot, wir können es eh nicht essen. Wir versuchen jetzt einfach nur hier wegzukommen. Nur noch ungefährliches Brot, was eh auf dem Weg liegt. Wieder hinter im Karton, das kann man mitnehmen. Okay. Dachboden leider so geklappt, da kommen wir vermutlich nicht runter. Wir gucken trotzdem mal. Ah, doch. Oh. So war das nicht geplant. Vielleicht geht's mit der Leiter. Oh ja. Jetzt müssen wir noch über die Leiter holpseln. Da kann man noch irgendwas anderes drauflegen. Wir probieren das mal so. Mit ordentlich Schmackes kann das bestimmt gut gehen. Hoffentlich landen wir auf irgendwas Weichem. Sehr gut gebremst von einem Brett. Also, bisschen Rätsel, bisschen Geschick, bisschen Timing. Alles dabei. So muss das. Oh. Der Ausbrecherfisch. So, da unten ist ein Trampolin. Oh je. Und da hinten ist ein Pool. Eigentlich nicht mein Ziel, aber ich glaube, das ist der Weg. Ein Teich, na, hervorragend. Da gibt's Brot. Das war's, oder gibt's hier irgendwas anderes noch? Man kann auf jeden Fall rausspringen. Aber das ohne Glas ist ja ein bisschen sinnfrei. Ich sehe aber nicht, dass es hier irgendwas gibt. Kein Abfluss, kein Rohr. Hm. Oh, das Glas hätte nicht kaputt gehen sollen, aber dann wäre ich hier auch nicht rausgekommen. Das hätte überall einen hohen Rand. Ja, ich werde hier noch ein bisschen rumrätseln. Vielleicht finde ich hier einen Ausweg. Erstmal danke fürs Zuschauen. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Es ist echt ein nices Game. Und für den 10er oder im Humble Bumble, wie gesagt, diesen Monat auch drin. Kann man das mitnehmen. Also macht's gut. Bis bald.